Ja, liebe Genossen und Genossen, so fühle ich mich auch, wie ich bin da. Zunächst danke, Herr Wagner. Natürlich werden wir auch nach dem Oktober 2019 mit einer linken Landwirtschaftsministerin in Thüringen regieren. Das versuche ich hier Ihnen zu versichern und unsere Partei darauf vorzubereiten, dass es darum geht, dass wir einiges zu verteidigen haben. Liebe Genossen und Genossen, ich bedanke mich für alle Grußworte. Und falls ihr hingehört habt, die Grußworte waren durchweg freundlich und zugewandt und haben gezeigt, dass wir in den vergangenen 4, 5 Jahren tatsächlich viel erreicht haben in diesem Bundesland. Ich sag mal, heute vor 5 Jahren hätten wir das alle nicht wirklich erwartet. Aber das Leben ist, wie es ist. Und liebe Genossen und Genossen, wir liegen im Plus. Ich sag mal 3 Zahlen. 24, 52, 55. 55% der Thüringerinnen und Thüringer sind mit dieser Landesregierung zufrieden. Und einige Vertreterinnen derjenigen, die zufrieden sind, haben heute ja auch schon auf dem Parteitag gesprochen. 52% der Thüringerinnen und Thüringer sind mit dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zufrieden. Und liebe Genossen und Genossen, er ist einer der beliebtesten Politiker in diesem Land und ich kann das nachvollziehen. Mal davon abgesehen, dass es, glaube ich, für meinen Sohn der beliebteste Politiker überhaupt ist, der bis neulich nicht verstanden hat, dass auch der Bodo Politik macht, obwohl er doch so nett ist, wie das sein kann. Aber Bodo ist eben auch einer der verlässlichsten Politiker, die ich kenne. Und nur ein Beispiel, ich war neulich mit Bodo und Bürgermeistern unterwegs. Ich bin der festen Überzeugung von ehemals 850 Bürgermeisterinnen in Thüringen, kennt Bodo mit Sicherheit jeden Namen, jedes Familienmitglied, jede Geschichte. Jeder hat seine Handynummer, das merken wir auch. Ich will damit nur sagen, Bodo ist in diesem Land angekommen und Bodo ist der Landesvater Thüringens und hat das linke Parteibuch. Ja, und dann sind wir bei 24%. 24% derzeit für die Partei Die Linke in Umfragen. Liebe Genossen und Genossen, mich stimmt das sehr zuversichtlich, sehr optimistisch und ich bin sehr kampfesmutig, weil ich weiß, dass wir zusammen diesen Wahlkampf rocken werden und das Ergebnis so gestalten werden, dass wir in diesem Bundesland weiter regieren. Naja, und jetzt könntet ihr ja sagen, und viele Genossen fragen mich auch immer, der Bodo hat 52%, wir 24%. Reicht auch noch nicht in den Umfragen für die Mehrheit. Aber liebe Genossen und Genossen, wir reden doch jeden Tag mit den Leuten. Wir reden mit uns. Wir sind selbst im Leben stehend. Wir sind an den Haustüren und wir wissen doch, wo der Schuh drückt. Da ist es der Lohn, da ist es die Perspektive für die eigenen Kinder. Da ist es die Schule, die halb zerfällt. Erst in Erfurt habe ich persönlich erlebt, mein Sohn hat eine Turnstunde, kann er nicht mehr machen, weil die Turnhalle saniert werden muss. Das kann ich dann gleich an die Bürgermeisterin weitergeben. Ich hätte gern eine sanierte Turnhalle da. Ja, aber Politik ist immer sehr konkret. Und es geht um die Zukunft. Und es geht darum, wie wir miteinander leben sollen. Das wissen wir doch. Und da haben wir doch auch gute Antworten. Und wir unterscheiden uns eben. Weil wir Politik für viele machen und nicht für die wenigen. Und auch das, glaube ich, ist mittlerweile in den Umfragen sichtbar. Und Rot-Rot-Grün mit Bodo Ramelow als Ministerpräsident macht aufgrund dessen, dass unser Credo ist, Politik für viele zu machen und nicht für wenige, natürlich eine andere Politik als die CDU und die AfD. Und ich sage noch einmal, es geht bei dieser Wahl darum, die Regierung aus CDU und AfD zu verhindern und Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten zu wählen und Rot und Grün fortzuführen. Und dann sind wir dabei, wie wir das sehr gut erklären können, warum Rot-Rot-Grün eine bessere Variante für Thüringen ist als CDU und AfD. Das sind zum Beispiel die gebührenfreien Kindergartenjahre. Wir hatten im Wahlprogramm ein Jahr. Liebe Genossen und Genossen, wir werden in einem Vierteljahr 2 Jahre beschlossen haben, gebührenfrei. Und das ist Bildungsgerechtigkeit, jedenfalls der Schritt dahin.
Was machen CDU und AfD? Sie stimmen dagegen. Feiertag. Katina hat es schon gesagt, ich finde ja immer noch, ihr habt bei uns geklaut und nicht andersrum. Aber Feiertag, Arbeitszeitverkürzung bei über 11 Millionen Überstunden in Thüringen. Bei einem Nettolohn von durchschnittlich 1.700 Euro in Thüringen. Thüringen hat die meisten Arbeitsstunden überhaupt. Da werden wir doch wohl als Landesregierung ein Stückchen weit zurückgehen können und sagen können, hey, dann schaffen wir einen zusätzlichen Feiertag. Und wer ist dagegen? CDU und AfD. Ich habe es gerade gesagt, die Löhne in Thüringen müssen rauf. Wir reden gerade über ein Vergabegesetz. Sprich ein Gesetz, was regelt, wie das Land bezahlt, wenn es selber Aufträge vergibt. Wir wollen 12 Euro. Und ich sage auch an diesem Punkt hier nochmal, wir wollen 12 Euro im Vergabegesetz. Was machen CDU und AfD? Sie sind dagegen. Die CDU will zurück zu Niedriglöhnen. Das muss man den Menschen erklären. Die CDU erklärt, der Mindestlohn von 9,15 Euro im Land reicht. Wer bitte soll denn da von Wohnung, Familie, einen kleinen Urlaub, Gesundheit, gesundes Essen bezahlen? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Deswegen klare rote Karte. Wohnen, das nächste Thema. Wir kämpfen darum, eine Landeswohnungsbaugesellschaft auf den Weg zu bringen, einen Mietendeckel, sozialen Wohnungsbau zu unterstützen. Wer will das alles nicht? CDU und AfD. Wir haben gerade das Paritätgesetz in den Thüringer Landtag eingebracht. Wir hätten uns mehr gewünscht als Linke, aber es ist ein erster Schritt. Bedeutet, wir wollen gesetzlich festlegen, dass Frauen mindestens zu 50% im Thüringer Landtag sitzen. Wir haben das 21. Jahrhundert, wir schreiben das Jahr 2019. Wer ist dagegen? CDU und AfD. Wahlrecht. Wir haben gestern entschieden, dass Menschen mit Behinderung, die unter Betreuung stehen, unter Vollbetreuung stehen, Carola, dass diese in Thüringen wählen dürfen, dass sie ihr Wahlrecht wahrnehmen können. Wer ist dagegen? CDU und AfD. Polizei. Wir sprechen viel von innerer Sicherheit. Wobei ich nach wie vor glaube, und Katja Kipping hat da recht, nichts wird Sicherheit so erhöhen, also keine weitere Kamera, keine weitere Überwachung, kein weiterer Verfassungsschutzmann oder Frau, als soziale Sicherheit. Aber die gefühlte Sicherheit ist ja auch in Thüringen sehr stark gefährdet. Ich habe euch unter dem einen oder anderen schon mal die Geschichte meiner Kosmetikerin erzählt. Auch hier kommt nicht der Satz, brauchst du nicht, aber ist gut. Danke. Danke, Benni. Ich gebe 100.000 mehr in deinem Haushalt, okay? Gut. Wir wollen, dass mehr Polizei auf die Straße kommt und legen das natürlich auch im Thüringer Landeshaushalt fest. Die CDU tönt, wir können Sicherheit nicht. Und wir können nicht mit Polizei. Was machen sie aber im Landeshaushalt, wo wir mehr Ausbildung festlegen, mehr Stellen festlegen, mehr Geld für Polizistinnen festlegen, damit wir auch mehr einstellen können? Was machen CDU und AfD? Sie sind dagegen. Nichts von wegen Sicherheitspartei CDU. Das ist nicht wahr. Und auch das muss man den Menschen erklären. Und zu guter Letzt in dieser Zusammenfassung, ganz kurz, wo Rot und Grün steht und wo die Opposition steht. Wir wollen doch, dass jeder und jede, egal woher oder sie oder er kommt, in Thüringen ein Zuhause hat. Alle. Und das ist Ziel unserer Politik. Und liebe Genossen und Genossen, wer will das nicht? Die CDU und AfD. Ich dachte eigentlich, am Ende kriegen wir es im Chor hin. Aber es soll so sein. Okay. Mir fällt bestimmt noch was ein. Wer will keinen Landeshaushalt 2020, sodass alle... Okay. Gut. Und liebe Genossen und Genossen, was dabei deutlich wird,
Wir müssen alle zusammenhalten, um gute Politik in diesem Land zu machen. Politik für die vielen und nicht für die wenigen heißt eben auch, dass Solidarität der neue Egoismus ist. Das heißt, nur wenn wir alle zusammen an uns denken, ist an jeden Einzelnen gedacht. Und das ist das, was das Wahlprogramm der Partei Die Linke ausmacht. Unser Wahlprogramm atmet diesen Geist, dass wir für die Menschen in Thüringen da sind, für diejenigen, die keine Lobby haben, für diejenigen, die auf uns angewiesen sind als Partei Die Linke, für diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass der Thüringer Ministerpräsident das linke Parteibuch hat und damit auch ausstrahlt, dass er natürlich im Sinne der Menschenpolitik macht und nicht der Vermögenden oder derjenigen, die viel Eigentum haben, könnte man der Reihe nach aufziehen. Das ist das, was unser Wahlprogramm ausstrahlt. Und unser Wahlprogramm, was wir heute beschließen werden, oder morgen, nicht heute, das entscheidet über nichts weniger. Wenn wir uns wirklich ernst nehmen und ernst nehmen, dass wir den ersten linken Ministerpräsidenten verteidigen wollen, bedeutet das nichts anderes, als dass wir mit unserem Wahlprogramm über die Zukunft des Landes Thüringens und seiner Menschen entscheiden. Nicht weniger, aber es geht um viel mehr. Wir haben von den Versprechen aus dem letzten Wahlprogramm viel gehalten. Wir haben sogar noch mehr erfüllt, in den Koalitionsvertrag eingebracht. Aber auch unser Wahlprogramm ist nicht leichtfertig. Und wir sagen auch heute hier, Zukunft sichern, die Gegenwart gestalten. Ja, aber welche Zukunft wollen wir denn sichern? Und welche Zukunft versuchen wir zu gestalten? Ich will nicht, dass Kinder in diesem Land arm sind. Ich will nicht, dass ihre Eltern die Wohnung nicht bezahlen können oder für 50, 60 Stunden arbeiten, nur um überhaupt die Existenz zu sichern. Ich will nicht, dass Nazis hier ein Rechtsrockkonzert nach dem nächsten machen und versuchen zu bestimmen, was in der Politik passiert. Ich will, dass jedes Kind, jede Frau, jeder Mann und jeder, der hier lebt und jene, die Chance hat, das beste Leben zu führen und das Leben zu führen, was er und sie sich wünschen. Und dann kommen wir nämlich zu dem entscheidenden Unterschied zu unseren Mitkonkurrenten, liebe Genossen und Genossen. Wir vergessen das manchmal, aber deswegen sind wir in dieser Partei. Liebe Genossen und Genossen, wir sind eine sozialistische Partei. Und das bedeutet, dass wir natürlich die Eigentumsfrage in den Mittelpunkt stellen. Dass wir natürlich nicht damit zufrieden sind, dass Profitstreben das Leben bestimmt. Dass Profitstreben bestimmt, wer welche Wohnung bekommt. Wir sind nicht dafür, dass wir uns abschotten. Und wir können nicht akzeptieren, dass die kapitalistische Gesellschaft und Wirtschaftsform bedeutet, dass es uns vielleicht gut gehen mag und wir gar nicht so viel merken, dass es ja so schlimm sein soll. Aber all diese Probleme sind ausgelagert und die Ausbeutung findet auf anderen Teilen der Erde statt. Und das können wir nicht zulassen. Und liebe Genossen und Genossen, egal ob wir über Uploadfilter, über Klimaschutz, über soziale Gerechtigkeit reden, jeder, der darüber redet, jeder, der Veränderung will, muss klar haben, dass es darum geht, dass unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsform durchaus sehr stark daran beteiligt ist, welche Probleme wir heute haben. Und es reicht eben nicht, Kapitalismus grün anzustreichen. Und es reicht eben nicht, Kapitalismus etwas sozialer zu machen. Nein, der Kapitalismus ist das Grundübel. Ich wurde, als wir die Koalition geschmiedet haben, ziemlich oft gefragt, wann kommt denn eigentlich der Antrag durch die Linke, dass wir den Sozialismus in Thüringen einführen? Jetzt sind wir ja im Bundesland, ist also alles nicht ganz so einfach. Sonst hätten wir es wahrscheinlich schon gemacht. Nein, Scherz. Aber wir können unsere Politik an diesem Leitfaden auch in der Landespolitik umsetzen. Und das bedeutet, dass wir eine Haltung haben. Das bedeutet, dass wir wissen, auf wessen Seite wir stehen. Dass wir wissen, was Nachhaltigkeit, Zukunft bedeutet.
Und das bedeutet eben auch, dass wir in die Verfügungsgewalt des Kapitals eingreifen. Das bedeutet, wenn wir uns die Schwerpunkte unseres Wahlprogramms anschauen, dass wir das tun, was der Markt nicht tut. Dass wir korrigieren, dass wir soziale Politik machen, indem wir sagen, dann machen wir es im Zweifel selber. Ich fange mal bei Dr. Klaus Wagner an. Ich hatte neulich erst ein sehr spannendes Gespräch mit ihrer Hauptgeschäftsführerin. Da haben Sie wirklich eine gute Frau, das muss ich auch von dieser Seite aus mal sagen. Wir reden darüber, wie können wir Flächenverkäufe in Größenordnung verhindern. Das ist kein ganz einfaches Thema, das gebe ich zu. Im Grunde ist es auch ziemlich komplex. Aber um was geht es denn? Wollen wir, dass unsere Bauern in Thüringen tatsächlich darüber bestimmen können, welchen Lohn sie zahlen, welche Flächen sie bestellen, was sie dort bestellen, wie sie kulturell in der Struktur des Landes eingebettet sind, dann müssen wir für die Zukunft in den Landverkauf eingreifen. Und das bedeutet, dass das Land Thüringen sehr viel mehr Verantwortung übernehmen kann und muss, wenn es darum geht, Landverkauf zum Negativen zu verhindern. Das wird einer der Schwerpunkte in der nächsten Legislatur sein. Und lieber Herr Wagner, Sie können sich sicher sein, wir machen das nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ein nächster Schwerpunkt in unserem Wahlprogramm. Bezahlbare Mieten. Wir haben viel gemacht, auch gerade Birgit Keller, mit sozialem Wohnungsbau, mit Mitteln, mit Zuschüssen, mit Darlehen, mit den Wohnungsgesellschaften geredet und so weiter. Viel außerhalb unserer eigenen Kraft ist nicht passiert. Und es erdreistet sich tatsächlich, der Chef der kommunalen Wohnungswirtschaft zu sagen, naja, es mag ja sein, dass die Wohnungsmärkte in Erfurt, Weimar, Jena angespannt sind. Aber ich empfehle erstmal, sagt er, dass wir Wohnungen in Erfurt und Jena erstmal nicht mehr bauen. Weil die Menschen haben ja genug Wohnraum in Thüringen. Was ist denn das? Das ist doch eine Entmündigung von Menschen in diesem Land und das ist die Verhinderung der Freiheit, dort zu leben, wo man will. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, ist es richtig, dass das Infrastrukturministerium damit droht, okay, dann gründen wir eine eigene Landeswohnungsbaugesellschaft und bauen eben selbst. Wir reden viel über soziale Sicherheit. Und ich weiß, wir sind uns bei einigen Themen nicht ganz einig. Aber soziale Sicherheit muss neu gedacht werden. Soziale Sicherung muss neu gedacht werden, auch mit Blick auf Rente und anderes. Liebe Genossen und Genossen, ich finde, man kann über das BGE, also das bedingungslose Grundeinkommen, denken, wie man möchte. Auch ich bin sehr kritisch, teile nicht jedes Argument dafür. Aber soll ich euch was sagen? Wir können das gern am, na gut, in unserem Fall nicht am grünen Tisch, gern am roten Tisch entscheiden, ob wir es gut oder schlecht finden. Wir können es aber auch wagen, in Thüringen ein Modellprojekt zu machen, indem wir das Grundeinkommen testen, indem wir schauen, bei einer Gruppe von 500 bis 1000 Menschen, die 1500 Euro im Monat mit allen Sozialleistungen bekommen, was es aus einer Gemeinschaft innerhalb von 3 oder 4 Jahren macht. Und ich gebe den Tipp ab, dass diese Gemeinschaft sehr viel besser miteinander umgeht, als wir das gerade gesellschaftlich erleben. Und auch das ist Teil unseres Wahlprogramms. Liebe Genossen und Genossen, lasst uns dieses Modellprojekt wagen. Es wäre ein großer Schritt in eine richtige Richtung. Und liebe Genossen und Genossen, die Umfrage, die ich zu Beginn zitiert habe, hat auch gesagt, die Linke hat weit vor allen anderen Parteien unser Vertrauen, dass sie uns im Osten unterstützt. Weit. Und liebe Genossen und Genossen, es geht doch darum, dass wir im Osten auch selbst als Partei Die Linke wieder zu uns und unserem Selbstvertrauen finden. Dass wir den Aufbruch wagen, auch in die Zeit einer zweiten Legislatur, eines Werben für ein neues Bündnis, SPD, Grüne, Linke, um auch im Osten die Idee des Sozialen, des eigenen wieder stark zu machen. Natürlich brauchen wir höhere Löhne im Osten. Dazu steht viel in unserem Wahlprogramm.
Natürlich brauchen wir eine Ostquote. Wie wir diese ausgestalten, ist eine andere Frage. Und natürlich brauchen wir das Selbstbewusstsein als Ostdeutsche, dass wir wer sind. Und liebe Genossinnen und Genossen, sind wir wer? Ja! So. Nichts macht sich von allein, liebe Genossinnen und Genossen. Wirklich nicht. Wir haben heute die Chance, tatsächlich verstanden zu haben, dass es auf uns ankommt. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen den Thüringerinnen und Thüringern sagen, wollt ihr Bodo Ramelow behalten, müsst ihr die Linke wählen. Wir haben sehr, sehr viel zu bieten, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir das Wahlprogramm entschieden haben, dann haben wir ein Programm, die tatsächlich bedeutet, dass wir eine positive Zukunft in diesem Land gestalten wollen, dass wir Teil dessen sind und jeder und jede, der mit uns mitmachen will, herzlich eingeladen ist, dieses Land zu gestalten. Und liebe Genossen und Genossen, dafür lohnt es sich zu kämpfen, aufzustehen, Juhu zu schreien und zu sagen, hey, Wahlkampf, komme bitte gleich und sofort, ich habe Lust loszulaufen. Und liebe Genossen, lauf los, ihr seid stark, wir sind die Linke. Wir schaffen das.